Hallo Leute, ich bin's wieder, Anni. Heute gibt's mal wieder ein Video von mir nach Ewigkeiten. Es hat sich natürlich einiges getan und verändert, auch optisch. Wie ihr aus meinen vorherigen Videos ja wisst, war ich circa dreiviertel Jahr lang blond und habe schon länger den Gedanken gehabt, wieder dunkel zu werden. Und vor 2 Monaten dann, also im Mai, kurz bevor ich in Urlaub gefahren bin, hatte ich dann so ein spontaneous Moment, wo ich gesagt habe, so jetzt muss ich handeln und habe mir die Haare halt selbst schwarz gefärbt wieder. Also richtig schwarz allerdings, weil ich ja von Natur aus schwarzhaarig bin und diese Farbe wieder zurückhaben wollte. Aber da ich dann im Urlaub richtig braun geworden bin, die jetzt nach 2 Monaten leider auch wieder ausgewaschen ist, ist dasselbe halt auch mit meinen Haaren passiert. Also es war halt richtig schwarz und durch die Sonne und das Klima da am Meer und so ist jetzt halt eher so ein dunkelbraun geworden und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber die sind halt auch jetzt ganz schön kurz, weil ich hatte vorher richtig lange Haare, richtig hüftlang und jetzt sind die nur halt hier. In diesem Video möchte ich euch einen Haul vorstellen. Und zwar war ich vor 2 Wochen circa in Berlin. Da war es natürlich ein Muss für mich, bei Rituals vorbeizuschauen, direkt auf dem Kudamm, neben dem Saturn, weil ich die Rituals-Produkte total liebe, seit ich Rituals vor einem halben Jahr so das erste Mal in Berlin entdeckt habe. Da spricht mich die ganze Aufmachung und die Philosophie natürlich auch die Produkte von Rituals sehr an. Und falls ihr Rituals nicht kennt, die Marke verkauft ausschließlich Organic, also Bio-Pflegeprodukte. Das erste Produkt, das ich von Rituals mir gekauft habe, ist ein Duschgel oder Duschschaum, das heißt Foaming Shower Gel. Also es gibt halt unterschiedliche Pflegeserien und mein Duschschaum ist aus der Serie Sensation. Ich finde diese Wortspiele immer total cool, da bin ich auch immer sofort für zu haben, weil Zen, und nicht Sensation, sondern Zen, wie Zen. Und ich liebe diesen Geruch, das ist Reismilch und Cherry Blossom. Das ist halt ein Duschgel, aber es schäumt extrem. Also es ist wirklich ein anderes Duscherlebnis sozusagen. Und die Tatsache, dass es halt organic ist, finde ich auch toll. Dazu habe ich aus derselben Serie Sensation diesen selben Duschschaum hier nochmal in Travel Size gekauft. Das ist halt ungefähr so groß und hier sind 200 Milliliter drin und die Travel Size sind halt immer 100 Milliliter. Ja, mit dem Flugzeug nehmen. Und neben dem Travel Size habe ich mir dann noch so eine Peeling gekauft, ein Rice Scrub. Es ist für ein sanftes Peeling geeignet. Hier steht drauf, es ist Peeling Duschcreme, also eine Kombination von Körperpeeling und Duschcreme in einem. Also ja, es ist halt sanfter als ein traditionelles Peeling und die haben das aber auch in einem Tiegel, wo das alles ein bisschen rauer ist, körniger und wo man sich das halt mit so einem Spachtel oder mit so einem extra Handschuh dann auf den Körper aufträgt. Es ist mir ein bisschen so umständlich, gerade wenn ich unterwegs bin und mal ein Peeling haben möchte, dann finde ich diese Kombination ja, recht cool. Ich habe es auch schon benutzt und es riecht genauso gut. Dann habe ich mir noch ein Shampoo geholt und zwar auch erstmal in Travel Size Größe, weil ich das ausprobieren wollte. Bin dann auf dieses Shampoo gestoßen, Brilliant Bliss Nourishing Ultra Shine Shampoo nach einer Ayurveda Mischung und hat die Duftrichtung Indian Rose und Shikakai. Ich weiß jetzt nicht genau, was Shikakai ist. Es ist schwierig zu beschreiben, es riecht wirklich so ein bisschen nach Rose, aber nicht so sehr, weil diesen klassischen Rosenduft mag ich überhaupt nicht. Süßlich, nicht allzu holzig, so. Also ich glaube, Indian Rose trifft es schon wirklich ganz gut. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal benutzt und ich bin demnächst auch wieder unterwegs für längere Zeit und da werde ich mir dieses Shampoo auf jeden Fall mitnehmen und ich habe schon das Gefühl, dass jedes Mal, nachdem ich es
verwendet habe, meine Haare auch so einen natürlichen Glanz haben. Was ich jetzt so bei anderen Glanzshampoos, die auch so einen Glanzanspruch haben, wo ich nie einen Unterschied gesehen habe, bei dem sehe ich das. Meine Kopfhaut reagiert da sehr gut drauf. Also ich habe keine Probleme, kein Juckreiz oder sonst was bekommen. Und es gefällt mir wirklich sehr gut. Das ist mein neuer Favorit. Jetzt gehen wir über zu Gesichtspflegesachen. Das ist ein Nachschub und zwar ist das ein Eye-Make-up-Remover mit Lotus Flower und Rice Brain Oil. Was so den Augenbereich angeht, sollte man halt sehr vorsichtig sein. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass einige Augen-Make-up-Entferner aus der Drogerie auch ganz schön brennen und das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Und bei dem hier habe ich das Problem überhaupt nicht, es brennt gar nichts. Man muss da schon vielleicht zweimal mit einem Wattepad drüber gehen, aber mir ist einfach wichtig, dass es sanft zu meinen Augen ist und dann macht es mir halt auch nichts aus, ein bisschen mehr drauf zu geben oder eben zweimal mit dem Wattepad rüber gehen zu müssen. Steht drauf. Enthält Lotusblume und Reiskleieöl. Nicht fettende Zwei-Phasen-Rezeptur, reizt die Augen nicht, das kann ich bestätigen. Entfernt auch wasserfeste Wimperntusche und Lippenprodukte. Genau. Ich schminke mich jeden Abend ab und zuerst reinige ich mein Gesicht mit einem Reinigungsgel. Danach benutze ich halt sehr gerne einen Gesichtstoner. Jetzt habe ich bei Richards aber ein Gesichtswasser gesehen, dass kein Alkohol beinhaltet. Obwohl ich momentan eine Pflegeserie von Lancôme benutze, habe ich mir dieses Gesichtswasser mitgenommen, weil ich es einfach ausprobieren wollte. Es ist wie gesagt alkoholfrei und heißt Ultra Calming Facial Toner mit botanischen Extrakten. Und das habe ich jetzt auch schon einige Male verwendet und meine Gesichtshaut ist auch sehr sensibel eigentlich. Ich habe eine sensible Haut, aber die reagiert darauf auch sehr ruhig und sehr gelassen und das ist für mich immer ein gutes Zeichen. Zu den Gerüchen, also ich finde eigentlich, dass die alle gut riechen, also die Produkte, die ich jetzt gekauft habe. Bei diesem Facial Toner muss ich sagen, finde ich den Geruch nicht so dolle. Und zwar erinnert er mich so an so Feuchttücher für die Hände, womit ihr euch dann die Hände sauber machen könnt. Die haben auch mal so einen Zitrusduft, der manchmal auch so auf. Ja, ich weiß nicht, der erinnert mich irgendwie ein bisschen an so Toilette. Also nicht Toilette, aber so ein Saubermach. Zitrusduft. Also es stört mich jetzt nicht so extrem, weil ich bin da jetzt nicht so empfindlich, aber naja. Dann habe ich mir eine Handcreme gekauft und zwar in so einer Form hier, so einem riesen Pumpspender. Diese Handcreme heißt Serenity. Indian Rose und Sweet Almond Oil sind da drin. Es spendet den Händen wirklich Feuchtigkeit, der Geruch, es spricht mich total an. Allerdings habe ich leider einen Spender erwischt, wo das Ding richtig so rausflutscht und jedes Mal irgendwo daneben geht. Ich weiß nicht, ob ich euch das mal demonstrieren soll. Seht ihr? Bisschen schade, dass es hier so eine Fehlkonstruktion ist. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das bei den anderen Pumpspendern ist. Ich liebe den Geruch, ich liebe die Wirkung von dieser Handcreme, aber weiß nicht, vielleicht habe ich jetzt Pech gehabt und einfach nur so eine Montagsversion erwischt. Ich hoffe, dass es bei den anderen nicht so ist, dass das Ding so rausspritzt, aber das ist echt ein bisschen brutal. Und das war es dann auch schon. Und weil ich über 70 Euro insgesamt gekommen bin bei diesem Einkauf, ich weiß jetzt leider die einzelnen Preise nicht mehr. Da gab es halt so eine Aktion, dass man, wenn man über 70 Euro kommt, noch zusätzlich ein Duschschaum geschenkt bekommt und zwar diesen hier, der heißt Happy Buddha. Da haben wir es wieder mit diesem asiatisch-buddhistisch angehauchten Stil. Organic Mandarin und Yuzu. Es riecht sehr frisch, sehr orangig. Das gab es dann halt noch als Geschenk dazu und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber auf fast allen Produkten, glaube ich, sind immer irgendwelche Symbole noch mit dazu und hinten steht dann noch so eine Erklärung dazu. Also zum Beispiel bei Laughing Buddha steht drunter Bringer of Happiness, Symbol of Good Luck and Prosperity. Also, ne?
Da seht ihr halt, wie was ich vorhin gemeint habe mit diesem Zen angehaucht und meditativ und gechillten Lebensstil und so. Bin ich ja sowieso total auf dem Trip gerade. Ich lese total viele Bücher darüber und deswegen liebe ich auch diese Rituals-Sachen, weil die halt auch genau so das symbolisieren. Dann gab es noch so lustige, positive Kärtchen, wo dann auch immer irgendwie so ein positiver Spruch mit dabei ist. Hier ist so ein lachender Buddha. To receive a smile, give one away. Und auf dieser steht, everyone smiles in the same language. Also so richtig positive Sachen. Falls ihr auch auf sowas steht, falls das was für euch ist, dann kann ich euch auf jeden Fall Rituals empfehlen. Ich habe jetzt bei uns in Hannover aber auch gesehen, dass wir haben zwar keinen Rituals Store, aber es gibt im Kaufhof eine Rituals Ecke. Ich weiß nicht, seit wann die da ist. Die ist mir, wenn die da schon länger ist, ist sie mir nie aufgefallen. Ja, deswegen schaut mal in einem Karstadt, im Kaufhof oder so vorbei. Die müssen da bestimmt auch einen Counter haben. Ich weiß nicht, ob das in den anderen Läden auch so ist, was sehr cool ist. Gab da so ein riesen Waschbecken. Und man konnte da so Duschschäume. Es gibt ja total viele Reihen, also Serien und Düfte und sowas. Und das kann man dann alles da unter Wasser ausprobieren und das halt riechen und es ist schon super. Und die haben auch ganz viel Kosmetik, allerdings habe ich da jetzt nichts von mitgenommen. Ja, das war's von mir. Ja, mehr bleibt eigentlich gerade nicht zu sagen. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!